Gastgeber Enrico Capone freut sich. Am Dienstag wurde sein Bistro 78 in der Friedrichstraße gegenüber des Sansibar-Stores eröffnet. In Kooperation mit der Sansibar holte der Sylter Gastronom das berühmte Sansibar-Flair nun nach Westerland. Fast genau im Mittelpunkt der Top-Einkaufsmeile Sülz zeigt sich das sanierte Haus, äußerlich im traditionellen Bäderstil. Im Bistro 78 ist die Atmosphäre modern, stylisch und sehr locker. Hochwertige Produkte, eine moderne Bistroküche, na klar, die berühmte leckere Sansibar-Currywurst, erlesene Weine, tolle Cafés und Kuchen können die Gäste dort genießen, bei Sonnenschein, natürlich auch draußen im Regen oder Sturm im hellen Wintergarten. Alle Gerichte und Getränke gibt es auch to go für die ganz eiligen Gäste. Viele bekannte Sansibar-Produkte können Sie direkt kaufen. Das Bistro 78 wird sicher zukünftig auch ein Treffpunkt für die Insulaner. Ein Ort der Kommunikation, Freunde treffen, Freunde finden, ein Ort für eine gute Zeit. Das Bistro 78 hat täglich ab 10 Uhr geöffnet.